Het is al heel wat jaren geleden dat er in Aalten een buslijn was naar Bocholt, naar Duitsland. Vandaag staan wij hier in Aalten bij het station. En voor het eerst wordt er weer een buslijn geopend naar Duitsland. En wij gaan een ritje meedoen en mensen interviewen. Kijken wat zij daarvan vinden. En dan hebben we de feestelijke aftrap om dit met elkaar te vieren na het beëindigen van 1916, dat de laatste openbaar vervoerverbinding is geweest tussen Aalten en Bochum, is dit toch wel een bijzonder moment. Nou, de trein horen we aankomen. Ik haal dadelijk even het oranje gedeelte van eigenlijk het vaartplan af. En dan weten onze mensen ook, het is een uursdienst. Maar het is wel leuk dat ze het ook kunnen lezen hoe laat die vertrekt. Hè? 3, 2, 1... En daar is hij. Kijk. En we hopen met elkaar dat er de komende 5 maanden goed gebruik wordt gemaakt. En dat hij nog in lengte van jaren in stand blijft. Dankjewel mensen, we gaan de bus in. 3 monaten. Ja, het sollte ja een wat kleineres Fahrzeug eigentlich eingesetzt werden. Nou, ik zit jetzt hier bij Herrn Frank Wuzikowski vom Busunternehmen Männchen, die hierbij hierbij eigenlijk involviert sind, toch? Ja, genau. Wir sind der Partner, der mit der RVM zusammen diese neue tolle Linie hier bedienen darf. Und freuen uns, dass wir mit unserem Fahrzeug hier am Start sind. Ja, da haben wir eigentlich schon den nächsten Punkt. Das ist eine tolle Linie, die auch sehr viele Chancen ermöglicht der Bevölkerung, sowohl in Bocholt, nehme ich an, als auch in Aalten. Ja, das hat uns eben an diesem Konzept auch besonders interessiert, dass man hier die Möglichkeit schafft, für beide Seiten der Grenzen hier eine Verbindung zu schaffen, um dann eben auch den Austausch weiter hier in der Form ermöglichen zu können. Die Buslinie befindet sich jetzt momentan noch in einer Testphase. Wie lange wird diese Testphase dauern? Also dieses Projekt ist zunächst befristet bis zum 30. April 2018 und dann wird entschieden, ob wir diese Linie weiter aufrechterhalten können oder ob man nach dieser Testphase das Ganze eben wieder einstellen muss. Bei uns in den Niederlanden, gerade in der Grenzregion der Achterhoek, wird sehr viel und sehr oft diskutiert über den Leerlauf, also über das Wegziehen von Jugendlichen aus der Region, weil es dort so wenig Chancen gibt auf Arbeit und Studium. Ermöglicht eine solche Buslinie nach Deutschland, nach Bocholt, von wo aus man ja mit einem anderen Bus auch wieder nach Münster und in andere Städte kommt, zusammen mit der deutschen Sprache, die man erlernt, ermöglicht das eventuell neue Chancen und neue Möglichkeiten für Jugendliche oder auch für junge Leute, die schon fertig studiert haben, in Deutschland zu arbeiten und zu studieren? Ich denke, dass gerade für die jüngeren Leute, die noch im Studium oder das Studium planen, hier neue Möglichkeiten erschlossen werden. Gerade wenn ich an die Fachhochschule allein in Bocholt denke, die dort mit angebunden wird. Studenten, die in Deutschland leben und die Universitäten in den Niederlanden besuchen, haben über den Anschluss in Aalten am Bahnhof sicherlich gute Möglichkeiten, hier ihre Bildungsstätten dann besser zu erreichen. Und auch für Leute, die dann im Arbeitsleben stehen, glaube ich, dass man hier durch die Verbindung, dass man von Bocholt nach Münster weiterfahren kann zum Beispiel oder über Borken dann den Anschluss Richtung Essen ins Ruhrgebiet bekommt, da neue Wege aufgezeigt werden. Davon bin ich überzeugt. Ja, denn von Bocholt aus kommt man ja, scherzhafterweise gesagt, eigentlich in die ganze Welt. Ja, Bocholt als Tor zur Welt ist jetzt vielleicht eine neue Sichtweise, aber das stimmt schon. Also die Anbindung von Bocholt aus ist sehr gut und ins westliche Deutschland von hier aus zu kommen, ist relativ einfach von dort aus, das stimmt, ja. Und nach der Testphase wird die Firma Männchen auch hierbei hierin weiter eine Rolle spielen? Ja, ich hoffe, dass wir hier weiter dann im Grenzgebiet sind wir sowieso als Linienverkehr bisher bis Bocholt auch mit eingebunden, aber auch darüber hinaus dann weiter in der Region weitere Brücken und Wege schlagen, um das weiterhin auch hier aufrechterhalten zu können. Gibt es eine ähnliche Linie auch bereits zwischen Winterswijk und Borken? Nein, noch gar nicht. Also es gibt die Möglichkeit, mit einem kleinen Bus von der Gemeinde Südlohn Öding aus dann nach Winterswijk zu kommen. Aber das passiert mehr auf Anrufbasis, wenn auch nur ein Fahrgast da ist.
Hier auf dieser Linie soll es ja so sein, dass der grundsätzlich zu festen Zeiten läuft. Und das gibt es in dem Bereich Winterswijk, Borken überhaupt nicht, nein. Vielleicht ist das auch eine neue Möglichkeit für die Städte Winterswijk und Borken. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch. Danke auch. Wij willen graag onze bijdrage leveren aan alle vormen van grensoverschrijdende samenwerking. Hierdoor kunnen we gemeenschappelijk werken aan het verbeteren van de werkgelegenheid, versterken van toegankelijkheid van publieke voorzieningen en ervoor zorgen dat het goed wonen en leven is aan beide zijden van de grens. Goede bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde om al deze uitwisseling en kansen voor deze streek te realiseren. Daarom is grensoverschrijdende samenwerking een nadrukkelijk onderdeel van het beleid van de provincie. Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, Einwohner der Grenzregion, Dames und Herren. Ich glaube, im Namen aller Beteiligten sprechen zu dürfen, wenn ich sage, dass dieses Pilotprojekt uns mit Stolz erfüllt. Lange wurde in dieser Region nur über grenzüberschreitende Verbindungen geredet. Es gab viele Untersuchungen, in denen die Bedeutsamkeit und das Potenzial von Bus- und Zugverbindungen unterschrieben wurde. Trotzdem wurden diese Pläne und Ideen bisher kaum verwirklicht. Ein wenig komisch, wenn man genauer darüber nachdenkt. Denn in unserer gegenwärtigen, immer enger integrierten Grenzregion erwartet man gar nichts mehr, dass uns grenzüberschreitendes öffentlicher Personennahverkehr immer noch Schwierigkeiten bereitet. Für Grenzkommunen wie Alten und Bocholt sind nachhaltige grenzüberschreitende Kontakte von größter Bedeutung. In den letzten Jahren ist die Zusammenarbeit in Bereichen wie Wirtschaft, Tourismus, Kultur und Sicherheit immer intensiver geworden. Sie ist im positiven Sinne unumkehrbar geworden. Und ich freue mich dann auch besonders, dass nun ebenfalls im Bereich der Mobilität ein lang gehegter Wunsch aus einer Verschmelzung von niederländischem Pragmatismus und deutscher Sorgfältigkeit endlich in die Tat umgesetzt wird. Die Buslinie von Alten nach Bocholt bedeutet nicht nur einen weiteren wichtigen Schritt zu einem verbesserten Verkehrsangebot, sondern stärkt die Grenzregion als Ganzes. Dafür möchte ich mich herzlich beim Kreis Borken und der Provinz Gelderland sowie alle weiteren Projektbeteiligten bedanken. An dieser Stelle bedanke ich mich auch beim Bauunternehmer Twentse Weg en Waterbau, der sich darum gekümmert hat, dass die Bauarbeiten beim Zugang Plein Zuid in Alten rechtzeitig abgeschlossen werden konnten, damit der Bus heute ohne Verzögerung fahren kann. Nach Monaten von Vorbereitungen übertragen wir dieses Pilotprojekt jetzt unseren Bürgerinnen und Bürgern. Denn sie können dieses Pilotprojekt zum einen Erfolg machen. Und ich bin guter Hoffnung. Denn seit dem 1. Januar 2017 haben wir unter dem Namen ZOOV, Z-O-O-V, einen komfortablen Bürgerbus ins Leben gerufen, der nicht nur durch die größeren Ortschaften der Region, sondern auch über die Grenze hinweg fahren darf und die Fahrgäste zu sehr günstigen Tarifen zu den unterschiedlichen Reisezielen bringt.
In der Periode von Januar bis Juli hat es schon 468 grensüberschreitende Fahrten gegeben. Diese Zahl zeigt uns, dass der Bedarf auf jeden Fall da ist. Ich bin also davon überzeugt, dass wir uns in 6 Monaten wiedersehen werden, um den Erfolg dieses wunderbaren Pilotprojektes zu feiern. Ich wünsche uns allen bis dahin gute und sichere Fahrten. Vielen Dank. Nou, nu sta ik hier naast degene die het eigenlijk nog meer betreft, de burgemeester van Aalten. Toch? Wat betreft? Nou, dit is de buslijn. Oh, de buslijn. Ja. Tussen Aalten en Bocholt. Ja, nee, maar dit is een fantastisch moment. Toen ik in Aalten kwam, wist ik natuurlijk dat Aalten heel veel met de grens van doen heeft. Omdat Duitsland als achterland ligt. Maar als je in Aalten actief wordt, dan merk je dat in de praktijk heel veel mensen die relatie ook ervaren. Over en weer. En toen ik hoorde dat er ook een project was om een busverbinding tot stand te brengen tussen de beide stations. Dacht, ja, dat ligt eigenlijk zo verschrikkelijk voor de hand. Want daarmee krijg je aansluiting. De Duitsers op het Nederlandse spoornet en de Nederlanders op het Duitse. Maar ook gewoon het bezoek aan de kernen over en weer wordt er enorm door bevorderd. Dus dit zijn de concrete dingen waar je dan ook niet te veel aan regels moet denken. Maar moet zorgen dat het gebeurt. En ik heb dat ook genoemd dat de zorgvuldigheid van de Duitsers en het pragmatisme van de Nederlanders ons hebben gebracht tot eigenlijk een heel snel verlopen voorbereiding. En nu, vandaag, is de bus in dienst genomen. Dat brengt eigenlijk een beetje, zoals de Duitsers dat zeggen, samen wat samen gehoort eigenlijk, toch? Samen brengen wat bij elkaar hoort. Ja, nou ja, ik vond de heer Paslik zei het ook heel treffend. Door te zeggen van als Bocholt en Aalten in hetzelfde land zouden hebben gelegen, dan zouden de relaties veel inniger zijn en zou zo'n busverbinding er al lang geweest zijn. Hij is natuurlijk in het verleden ook wel eens geweest, maar 2 keer een wereldoorlog. Met veranderde omstandigheden heeft ervoor gezorgd dat weer buiten beeld is geraakt. Ja. En nu zijn we weer zover dat we elkaar ook met de bus kunnen bezoeken. Nou, de grenzen bestaan dus eigenlijk vooral nog in de hoofd van sommige mensen, maar die moeten afgebroken worden. Ja, dat denk ik dat zo is. En je ziet gewoon dat mensen in hun gedrag al vaak veel verder zijn dan de officiële instituties. Maar ik moet zeggen dat ik dus in Aalten aangenaam verrast was door het feit dat we op het gebied van de politie, van de brandweer, dus dingen waar ook een burgemeester zich mee bezighoudt. Nou, die proef met die ambulance inzet vanuit Duitsland, de reddingsdienst die ook aan Nederlandse kant hulp kan verlenen. Ook een ingewikkeld project, maar daar zijn we ook gewoon heel praktisch mee aan de slag. Dat zijn de goede voorbeelden. En dat is denk ik het Europa dat mensen wel herkennen en zeggen van dat is wat Europa ons wel moet brengen. Ja, precies. Dat is wat de EU eigenlijk ons moet brengen. Dat is het gezamenlijke Europa wat de mensen toch willen. Ja, nee, ik denk dat dit typisch de goede voorbeelden zijn. Daarom ben ik ook heel blij met de steun die er dan is voor dit soort, de Duitsers noemen dat zo mooi, pilootprojecten. Pilots, in het slechter Engels wat dit betreft. Ja, dus dat is goed dat Europa daar ook oog voor heeft. En dit soort kleine, op kleine schaal, dit zijn de dingen waar mensen belang bij hebben. Een kleine schaal, maar wel een groot voorbeeld, vind ik. Want hier is dus, als ik het goed begrijp, niet veel onderzoek eerst gedaan, niet duur onderzoek gedaan. Maar hier is gewoon, zoals wij het Nederlands zeggen, de handen uit de mouwen gestoken, schouders eronder. Ja. En het is gewoon gedaan. Ja, en dus niet het onderzoek eerst maar op papier en enquêtes of wat dan ook. Nee, gewoon te zeggen van we kunnen beter, en dat is dan ook dat begrip pilootproject, hè, als voorbeeldproject. We gaan het gewoon doen. En dan bewijst het zich in de praktijk. Ik heb dat in mijn toespraakje ook aangegeven. De mensen, de burgers en burgerinnen, zoals de Duitsers het zo mooi zeggen, die burger en burgerinnen, die stemmen eigenlijk met de voeten door te zorgen dat er gebruik wordt gemaakt van deze verbinding. En als die dan voldoende draagvlak heeft en blijkt te hebben, dan wordt die ook voortgezet. Maar dat mogen wij toch aannemen dat er wel gebruik van wordt gemaakt. Ten eerste, het is toch ook een kans voor de economie, voor handel, zowel in Duitsland als ook bij ons in Nederland, toch? Jazeker, nee, ik zie ook alleen maar voordelen, maar het kan nu in de praktijk blijken. We hebben er alle vertrouwen in, ik heb dat ook uitgesproken. Ik denk dat er over 5-6 maanden de conclusie zal zijn dat de proef op zijn minst zal worden verlengd en er ook misschien een blijvend karakter aan gegeven kan worden. En ik heb het vandaag al een paar keer aan mensen gevraagd. Is het ook iets wat de
veelbesproken krimp van de Achterhoek een klein beetje tegen kan gaan. Dat vooral jongeren die geen kans in de Achterhoek zien, die geen werk in de Achterhoek kunnen vinden of geen studieplek in de Achterhoek kunnen vinden, niet naar de Randstad hoeven te gaan, maar die kunnen hier makkelijk naar Bocholt, van hieruit naar Münster of naar het Ruhrgebied. Ja, sorry. Ja, nee, alleen al de vakhoogscholen hier in Bocholt zelf natuurlijk is een mooie aanvulling op het pakket wat al vanuit de Achterhoek bereikbaar is en bereisbaar aan hogescholen en universiteiten. Ik denk dat in de psychologie die grens nog steeds wordt gezien alsof het daar ophoudt. En dit helpt om dat op te heffen. En ik ben dan ook niet zo heel erg bang voor die krimp in de zin van dat je dat ineens met groei kunt beantwoorden. Je moet zorgen dat je aantrekkelijk bent en blijft als gebied om gevestigd te zijn, om te wonen, maar ook voor bedrijven om zich te vestigen. En dan helpt het dat de rijksgrens, de grens tussen Duitsland en Nederland, daar geen hinderpaal meer in is. En dat de verbindingen gewoon doorlopen, letterlijk en figuurlijk. Klopt. Nou, ik wil me bedanken voor dat gesprek. Dankjewel. En succes verder. Gaat wel lukken. Ik sta hier bij verkeersminister van Noord-Rijn-Westfalen, Hendrik Wüst. Ja, hallo. Grüß Sie. Und den Bürgermeister von Winterswijk, Joris Bengevoort. Ja, hallo, goedemorgen. Ja, en ook, vooral ook hier als lid van het DB van de regio Achterhoek met als portefeuille grens ook. Dus met twee petten op hier vandaag aanwezig. Ja, dus en vandaag dus ook iets grensoverschrijdends eigenlijk. Ja, fantastisch. Heel mooi dat we nu eigenlijk echt een grensoverschrijdende openbaar vervoerverbinding heeft. Die aan de ene kant het openbaar vervoer van de Achterhoek, het treinstation Aalten, verbindt met het openbaar vervoer hier in Bocholt. Dus ja, heel blij mee ook. Ja, dat zijn wij ook. En ik denk het mag ook een kans heten, zeg maar, voor of de leegloop, de veelbesproken leegloop in de Achterhoek een beetje tegen te gaan, toch? Nou, het verbindt heel mooi. Hè? Je hebt hier de Fachhochschule in Bocholt. Het maakt een heel mooie verbinding mogelijk voor mensen die in Duitsland willen studeren vanuit de hele Achterhoek om via Aalten hier naar Bocholt te komen. Dus ja, hartstikke goed. Nou, dan ga ik nu even met de verkeersminister verder. Ik heb gerade eben in Niederländisch gefragt, ob das vielleicht auch eine Chance ist, um dem viel besprochenen Leerlauf, dem Leerlaufen, dem Weglaufen aus der Achterhoek in den Niederlanden entgegenzuwirken, indem Jugendliche, die keine Arbeit oder keinen Studienplatz in den Niederlanden finden können, nach Rotterdam, Amsterdam und Utrecht gehen. Wir können doch wohl sagen, dass für die Leute aus den Niederlanden, die jetzt die Busverbindung nach Bocholt benutzen, Bocholt doch eigentlich auch ein Stück Tor zur Welt ist, oder? Was die Verkehrsverbindung angeht, ist Aalten fast noch besser als Bocholt, weil man immer aus Bocholt erst nach Wesel fahren muss, um dann umzusteigen. Aber da werden wir in wenigen Jahren auch besser, wenn man von Bocholt direkt bis nach Düsseldorf und Köln weiterfahren kann. Aber natürlich ist es für beide Regionen von Vorteil, wenn man mit dieser Buslinie auch das Bahnnetz verbindet. Ja, auf jeden Fall kommt man doch von Bocholt aus in alle Richtungen, oder? Also auch Studenten kommen von hier aus sehr einfach nach Münster und ins Ruhrgebiet. Ja, man kann von hier mit dem Sprinterbus in gut einer Stunde nach Münster fahren. Das ist der S75. Das ist nicht nur für Studenten, für viele Leute interessant. Also aus Aalten mit einer Viertelstunde hier zum Bustreff nach Bocholt und dann in einer Stunde 15 nach Münster ist attraktiv. Sehr viel schneller ist man mit dem PKW auch nicht. Aber natürlich auch für die Menschen hier aus der Region, auf der deutschen Seite der Grenze nach Aalten, ohne Umsteigen, dann weiter mit dem Zug, weiter in das holländische nationale Netz, ist auch für uns top attraktiv. Und deswegen hoffe ich auch, dass diese Buslinie gut angenommen wird. Ist das, was heute passiert, hier vielleicht auch etwas, was ein bisschen Schule machen sollte im grenzüberschreitenden Verkehr, der ja, denke ich, auch der Ökonomie, dem Handel und der Wirtschaft in beiden Teilen der Grenze oder an beiden Teilen der Grenze hilft? Ja, Sie haben es gerade angesprochen, dass der Achterhoek gelegentlich ja beschreibt, dass junge Leute wegziehen. Wir hier sind Boomregion, hier ist ganz geringe Arbeitslosigkeit. Da kann man aus den Stärken beider etwas Gemeinsames machen und damit vielleicht auch die Dinge, wo man sich gegenseitig unterstützen kann, zusammenbringen. Nämlich einen Arbeitsmarkt, der hier in Deutschland unter Fachkräftemangel leidet. Aber dazu müssen die Leute in vielerlei Hinsicht die Grenzen überschreiten, eben auch beim Verkehr. Nou, dezelfde vraag eigenlijk ook nog aan de heer Bengevoort. Dit zijn toch ook kansen voor de economie die wij op deze manier ook niet meer kunnen laten liggen, toch?
Nee, ja, absoluut. Er ligt een heel groot potentieel, vooral ook aan de andere kant van de grens. En we zijn in Nederland heel goed om vooral richting het westen te kijken. Maar wij moeten veel meer naar onze buren kijken. En ik denk dat dit ook weer een hele mooie manier is om... de grens schum je niet uit, die gaat niet weg. Maar wel om er heel makkelijk overheen te komen. Dus volgens mij is dit echt een kans die we met elkaar moeten aangrijpen. Bestaat er ook al een buslijn tussen Winterswijk en Borken? Nee, die bestaat er nog niet. We hebben wel gelukkig ook een bus die vanuit Winterswijk naar Vrede rijdt. Dus heel langzaam komen er steeds meer plekken. En het zou wel een hele mooie kans zijn. Er is zojuist gezegd, er is eigenlijk niet veel duur onderzoek eerst gedaan, maar het is gewoon gedaan. Klopt dat? Nou ja, dat is heel goed. Hè? Je kunt heel lang theoretisch onderzoeken, maar het mooie juist ook van dit project is dat we gewoon met elkaar de schouders eronder gezet hebben en gezegd, we gaan nu die bus laten rijden. We geven het 5 maanden de kans als pilot en ik hoop en ik weet eigenlijk wel zeker dat we hier straks staan en dat het gewoon een definitieve verbinding gaat worden. Zoals wij in Nederland zeggen, gewoon de handen uit de mouwen steken. Ja, precies. Schouders eronder, handen uit de mouwen en gaar op de klos. Gaan. Kan het na een kleine halve jaar ongeveer, wird dat dan zo weitergehen, wenn daarvan gebruik gemaakt wordt van de burgerschaft? Ja, so ist der Plan. Es ist ja ein praktischer Versuch, ohne große Analysen vorher, ohne große Theorie. Ein halbes Jahr mal ausprobieren, ob es funktioniert und dann soll es weitergehen. Ich hoffe, dass das dann auch so ist, dass viele Menschen davon Gebrauch machen und diese Chance ergreifen. So, jetzt kostet eine Fahrt hin und zurück ja eigentlich nicht so viel. Wir werden die Preise ungefähr auch nach dem Pilot ungefähr ein bisschen dasselbe bleiben. Rechnet sich das? Ja, ÖPNV rechnet sich nie. Öffentlicher Personennahverkehr ist jedenfalls in Deutschland, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, immer ein Zuschussgeschäft. Deswegen glaube ich, wird diese Linie auch keine Ausnahme sein, muss aber auch nicht. Entscheidend ist, dass sie angenommen wird von den Bürgern. Wenn keiner fährt, dann hat das Projekt nicht funktioniert. Aber wenn die Leute davon Gebrauch machen, dann bin ich ziemlich sicher, dass die Verantwortlichen, die für den ÖPNV die Tarife festlegen, da auch beim Preis vernünftig agieren werden, um das Thema auch dauerhaft attraktiv zu halten. Das ist in jedem Fall ein gutes Zeichen in die richtige Richtung aller Beteiligten. Absolut, ich bin sehr froh und drücke alle Daumen, dass das gut funktioniert. Ja, ich danke Ihnen. Nou, ik hoop dat het goed aangenomen wordt door de burgerschap. En dat wij over een half jaar of een klein half jaar hier weer kunnen staan en kunnen zeggen, ja, het is geslaagd en het mag doorgaan. Ja, dat hoop ik ook. In ieder geval de komende week is hier in Bocholt een mooie kerstmarkt. Nou, dat is volgens mij een heel mooie manier om vanuit de Achterhoek met de trein naar Aalten en dan lekker met de bus er naartoe. Heel comfortabel, kun je lekker een glaasje drinken en dan weer terug naar huis. Fantastisch. Ja, nou, voor onze Nederlandse medelanders, Bocholt heeft ook een hele mooie kerstmarkt dus. Ja, inderdaad, precies. Nou, mag ik me van harte bedanken? Ja, prima, dankjewel. Jij ook. Fijne weekend nog. Onze busfahrer voor heute, der ons ook schon naar Bocholt gebracht had. Met wem heb ik dat vergnügen? Ik ben der Gerrit Harira, ben bij de firma Mänchen tätig, als Disponent en ook als Busfahrer tätig. Ja, eigenlijk dürfen Sie doch sehr stolz sein, dass Sie heute einen Beginn, den Anfang machen durften von einem solchen, ja, sagen wir doch mal wirklich großartigen Projekt. Ja, auf jeden Fall bin ich da riesig stolz drauf und ich freue mich da auch drauf, dass mich dann quasi mein Chef mich auserwählt hat, dass ich heute der erste Fahrer sein durfte, der diese Linie fahren durfte. Wenn dieses Projekt tatsächlich weitergeführt wird nach einem halben Jahr, dann besteht sicher noch die Möglichkeit, dass noch mehr Busse eingesetzt werden, oder? Also ich gehe mal davon aus, dass das auf jeden Fall gut angenommen wird und dementsprechend auch weitere Busse eingesetzt werden. Also das ist auf jeden Fall unser Bestreben, dass es auch so kommt, ja. Wir haben ja auch auf der Hinfahrt auch schon so einige Engstellen, Engpässe und auch sehr, also für einen Bus sehr kleine Kreisverkehre gesehen. Wie schwer ist sowas eigentlich für einen Busfahrer? Ja, also als ich heute Morgen das erste Mal mit so einem Bus oder mit dem langen Bus gefahren bin, war das natürlich schon erstmal eine Anstrengung, oder man musste sich dann schon irgendwie gucken, dass das alles so irgendwie passt.
Wenn in 5 Monaten also das vielleicht weitergeht, dann werden wir uns wahrscheinlich einen kürzeren Bus zulegen und dementsprechend wird es dann auch wahrscheinlich einfacher werden. Ja. Aber das sind schon Dinge, die man im täglichen Leben als Busfahrer öfter mitmacht, oder? Ja, solche Situationen hat man jeden Tag, dass da irgendwelche Engstellen, ob zugeparkte Straßen oder sowas, oder dass irgendwelche Kreisverkehre einfach zu eng sind, das hat man jeden Tag. Und da muss man auch als Busfahrer einfach auch mit rechnen. Ja, umso mehr, das lasse ich jetzt mal mein Schlusswort sein, umso mehr finde ich aber, dass sowohl alle Berufskraftfahrer, sowohl Busfahrer als auch Lkw-Fahrer doch unseren größten Respekt verdienen. Ja, also, muss man gucken. Ja, lassen wir doch einfach mal so stehen. Also, ich sehe da schon, dass der Berufskraftfahrer einfach auch von der größten Teil der Bevölkerung einfach unterschätzt wird. Also ich bin der Meinung, das ist schon eine große Verantwortung, auch mit vielen Fahrgästen und ja, mit auch als Lkw-Fahrer mit 40 Tonnen auf solchen Straßen unterwegs zu sein. Ja. Ja, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Ja, vielen Dank.